Im Dezember 1941 kommt die deutsche Front auf der Linie Leningrad, Moskau und Rostow zum Erliegen. Um die deutsche Umklammerung um Leningrad zu sprengen und die Front entlang des Wolchows zu durchstoßen, entwickeln die Sowjets einen neuen operativen Plan. Sein Ziel ist, durch einen Zangenangriff über den Fluss und durch die Moore südlich des Ladoga-Sees die Belagerer zu umgehen und einzuschließen. Am 13. Januar 1942 beginnt die Rote Armee ihre Offensive. Um ein Umschwenken der eingedrungenen Armee nach Norden und damit eine Teileinkesselung der deutschen Hauptkampflinie, die weiter östlich verläuft, zu verhindern, stemmen sich im Hinterland alle verfügbaren Kräfte gegen die sowjetische Angriffsspitze. Die Abwehrmaßnahmen gelingen. Nach erbitterten Kämpfen wird der sowjetische Vormarsch rund 100 Kilometer westlich der Hauptkampflinie zum Stehen gebracht. Am 28. Juni 1942 verkündet eine Sondermeldung im Großdeutschen Rundfunk, dass die Schlacht am Wolchow siegreich zu Ende gegangen ist und dem Gegner eine große Niederlage zugefügt wurde. Der Sieg am Wolchow kostete Hunderttausenden Soldaten auf beiden Seiten Leben und Gesundheit. Im großen Ringen des Krieges gewährte er der Heeresgruppe Nord indes nur eine Atempause.